Moin moin Leute, ich begrüße euch zur 14. Folge der Bounty Hunter Karriere. Da schauen wir uns mal an, was wir auf Everest Harbor für einen schönen Auftrag ergattern können. So, erst schaue ich mal kurz, ob was von der Idris da ist. Nö, okay. Wir hatten den 17er und den 26.000er. Hm. 39, ja. Ja, das hier dürfte dann der dritte quasi in der Folge der Miles Eckhart sein. Gegnerischen Schiffe, was könnten das sein? Ja, irgendwie so die Schiffsklasse, sag ich mal, so. Ja, irgendwie Vanguard Warden oder Constellation. Irgendwie sowas in der Art wird es sein. Ja, dann holen wir uns mal ein Schiff dafür. Ich denke mal, das testen wir mal an mit der Cutlass Black. Weil, also, wo haben wir sie? Ja. Man muss ja nicht alles immer mit dicken, fetten, großen Schiffen spielen. Die kleinen, die langen ja auch mal zum Antesten. So, Pad 2. Da haben wir ja Fahrstühle. Gehen wir nach dem hinteren, in der Hoffnung, dass der vielleicht da und unten ist. Nö. Schade. Weil manchmal hat man ja das Glück, ist die Frage, hatte ich die Mission jetzt überhaupt angenommen? Genau. Was wir noch zusätzlich anmachen, ist The Call to Arms, um noch ein bisschen zusätzliches Geld abgreifen zu können, falls es was gibt. So, und rein in den Fahrstuhl. So. Das Schiff steht auf Pad 2. Mal den Helm anlegen. Die Einblendung kann man da oben auch ausmachen. Ja, Helm hat er. Wunderbar. Jetzt brauchst du bloß noch die Tür aufmachen. So, wir sitzen, Kiste an. Das übliche 1-1. Na komm, 1-1. Brauchen wir doch Waffen haben. Attrition, ja. Missiles. Haben wir auch die richtigen. So. Fahrwerk rein. Thank you. And please visit again. Na komm, warum reagiert er jetzt nicht auf meine Eingaben?
Das macht irgendwie sehr, sehr lahmarschig. Ach ja, stimmt. Ist besser, wenn man dann das Triebwerk auch wieder umgestellt hat vom... So, jetzt machen wir als erstes erstmal den Chat weg. Zack, zack. Hört ja auch nicht mehr. So. So, das wäre dann die Route zu unserem ersten Gegner. Wir haben da keine vernünftige Route gemacht. Fliegen wir erst den anderen an. Er hat schon wieder keinen Helm gespeichert. So. Erwischt. Ja, brauchen. Das sieht man nicht. So, jetzt haben wir den Weg. Schauen wir doch mal, was uns da als Gegner erwartet. Und schwupp. Kurzer Waffentest. Liegen also alle vier auf der Maustaste 1. Also auf der rechten. Da habe ich es gerne. So, und dann heißt jetzt mal runter vom Gas und einfach mal ein Momentchen warten auf den Gegner. Und dann dürft ihr auch schon bald kommen. Kontakt. 1000 Entfernung. Ein Hurricane. Das ist ja auch noch nicht die Welt.
Und dann schießen wir auch gleich mal eine Rakete rüber. Und den Rest machen wir mal hier mit. Wo ist er denn? Da. Zack. So. Jetzt nehmen wir erstmal Speed auf. Einfach irgendwo hinspringen. Wir haben nur noch drei Knarren, dann reparieren wir uns auch mal schnell irgendwo. HDMS Woodruff sollte das erledigen können. Weil wir brauchen ja nicht mit einem beschädigten Flieger in den Kampf gehen, wenn wir zwischenzeitlich noch die Gelegenheit haben, einmal ein Reparaturteam kurz drüber schauen zu lassen. Allerdings muss man sich dann immer gut überlegen, wo man reparieren lässt. Auf Planeten und Asteroiden ist es mit einem beschädigten Flieger natürlich immer ein bisschen schlechter als zum Beispiel auf einer Raumstation. So, hier jetzt nochmal den Zielpunkt versuchen aufzuloggen. Ne, möchte er nicht. Kilometer Entfernung. Da hinten ist er jetzt zu sehen gewesen. Wo ich einmal kurz anmachen vom Quantum Drive spulen. Und ab jetzt sieht man ja, dass da hinten irgendwo eine Station sein muss. Mit dem Speed schon mal ein bisschen runter. So, Fahrwerk auf Autoland mache ich. Dann suche ich mir mal die größere von beiden aus. Landeplattform. Damit ich ein automatisches Landen habe. Weil wenn man automatisch landet, habe ich das Gefühl, dann registriert das Spiel einen besser. So dass man dann auch eher an Reparaturen und so etwas herankommt. So, jetzt haben wir gelandet. Und dann schauen wir mal. Uhr. Nix an Reparatur. So, nochmal. Oh, noch nicht. So, dann machen wir das mal einmal. Zack. Aufstehen. Mit etwas Glück funktioniert es. Ansonsten fliege ich einen anderen Punkt an. Reparieren kann.
vielleicht erstmal die andere Plattform ausprobieren. Zack. Komm, gib mir eine Rippe. Nö, nee, will er nicht. Nee, das will er partout nicht. Okay. So, das ist die andere Landeplattform. Da will er aber auch nicht. Okay, dann probieren wir das nochmal anders. Wir sind jetzt ja bei Woodgrove. So. Wir haben ja noch eine zweite Station. Vielleicht ist die uns ja freundlicher gesinnt. Gehen wir mal right aus. Ansonsten könnten wir immer noch nach Everest Harbor fliegen. So, einmal kurz gucken. Also ein bisschen die Richtung korrigieren. Dann ab und zu mal kurz anschalten. Zack. Quasi ein bisschen den Überblick behält. Vorsichtshalber das Licht anmachen. Sehen, wo wir gegenfliegen. Das Fahrwerk raus. Deck Impact Warning.
Wollen wir mal hoffen, dass es hier vernünftig funktioniert. Ja, hier funktioniert das Reparieren. Ja, wenn man das immer vorher wüsste, wo es funktioniert und wo nicht, wäre es schon schön. Es wäre schön, wenn es bei allen Stationen dann so gehen würde. Genauso wie das Aufmunitionieren, aber das wollte er auch nicht. Wir haben 23 Rattler. So, dann erstmal die Kraft für die Engine wieder hochdrehen, dass wir 100% haben. So. Das Fahrwerk rein. Nase hoch. Und Schub. Weil ich gehe lieber mit einem intakten Schiff in die Kampfsituation rein, als mit einem Schiff, was nur noch halb da ist. Weil man muss ja nicht auf seine Waffenkraft verzichten. So. Dann wollen wir mal zum Gegner hin. Zum zweiten. Der dritte dürfte dann wieder wie üblich bei Crusader sein. Dann würde ich mal sagen, vernichten und gleich wegspringen. Weil irgendwelche anderen Kämpfe kosten uns einfach nur Zeit und wir haben jetzt nur noch knappe 22 Minuten. Da brauchen wir nicht das Gesamtziel aufs Spiel setzen, nur weil wir dann irgendwie noch ein bisschen rumfighten wollen. Jo, alle Waffen da. So, jetzt kommt das Licht auch wieder aus. Brauchen wir uns ja nicht für den Feind sichtbarer machen, als wir sowieso schon sind. So, der Gegner ist eine Walküre. Da schicken wir mal ein paar Raketen entgegen.
Na komm, Missiles. Zack. Aber das ist die Valkyrie zerstört. So. Dann nehmen wir einfach mal Tempo auf. In irgendeine Richtung. Da hinten ist auch schon mal gut. Richtung Hörsten. Gefällt mir. Nehmen wir. Der ist gekauft. Ich hätte gerne die Map von dir. Ja. Ist doch schön, wenn das dann da macht. Wir gehen direkt nach Port Ulysar, um uns dort zu verorten. Gleich eben schon mal aufzutanken. Wieder aufzumunitionieren. Und Sprung. Ja, ist doch mal eine Gelegenheit, ein paar Bildchen zu machen. Na gleich schön, ja. Bäder. So, dann wären wir auch schon da. Na. Was ist denn los? Z-Route. Mal drauf, zack. Quantum
Ja, was haben wir bis jetzt gehabt? Eine Hurricane, eine Valkyrie. Vielleicht kommt gleich wieder eine Valkyrie oder irgendwas in der Art. So, einmal hier docken. Please proceed to assigned landing bay. So, Fahrwerk raus. Zwar auf Autoland. Schauen wir schon mal, was das Reparieren hergibt. Zack, zack, aufdocken. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Jetzt noch ein paar Raketen dazu. Das wäre ganz nett. Na komm. Zwölf Minuten, 13 Minuten. Die Raketen. Nochmal. Bitte Reparatur zusammen. Da hat er zumindest mitgekriegt, dass er 100% Sprit in beiden Tanks hat. Ausgestellt. Mal gucken, wer darauf reagiert. Den machen wir mal mit. So viele schöne Raketen reinschrauben. Doch nicht wahr. Die Tage hat so immer funktioniert. Warum jetzt nicht? Probieren wir das mal. Den hat er ja eben zu einem mit repariert. Würde er dann wenigstens sagen, so, yay, du hast keine Raketen. Geht nicht. Bleibt uns nur noch eins. Reinlaufen. Das Schiff kurz stornen. Raketen per Hand reinpacken.
Könnte knapp werden am Ende. Da frage ich mich auch gerade, warum will er sie claimen? Lassen wir ihn claimen. Alles, was er will. Das heißt dann nur noch 4 Minuten. So. Weg. Wird geclaimed. Schauen wir hier mal rein, wie es mit der Positionierung aussieht bei der 2. Das ist nicht die 2. Das ist nämlich der Vogel, mit dem wir hier sind. So. Da ist die Krise bei. Quatsch. Der soll gestort werden, die 1. Habe ich ihn ganz umsonst geclaimt. Voll vertan. Okay. Auf ein neues. Kann man haben. Egal. Jo, das ist der richtige. Rattler. Blöde Umspringen nervt auch. Und eine Taste so von wegen alle wäre auch mal schön. Alle leeren Raketen mit dem Typ. So, speichern. Zack. Break. Black. Jetzt ist wohl die Frage so. Ah. Ja. 1 und 2 hat er wieder verdreht da. E7. Knapp.
warum knapp. Weil er nicht aufmunitioniert, weil er nicht repariert zwischendrin. Na komm, setz dich. Einfach hochziehen, ohne Rücksicht, ob man da irgendwo jemanden sieht. Hallo? Thank you. And please visit again. Jetzt haben wir noch irgendeinen blöden, schwindligen Kurs, genau, da drin, den wir nämlich gar nicht haben wollten. Das ist, glaube ich, nicht mehr wirklich zu schaffen. So. Eins. OM2. So, jetzt müssen wir mal gucken, das Schild. Rampart. So. Frage ich mich schon wieder, warum lässt er einen da nicht vernünftig hinspringen? Waffen. Ja, das muss aber ein schneller Abschuss werden. Na komm. Warum kann der schon schießen? Ach, das ist sein Kumpel. Kontakt. Echt. Kontakt. Na, das dürfte es nicht mehr werden. Sekunden. Da würde ich mal sagen, wow, ganz schön eng. So, was haben wir da? Mit denen befassen wir uns gar nicht. Da einfach ein bisschen Speed wiedergeben.
Insel. Jo, springen wir mal Port Olisa an. Bevor die bösen Buben noch auf uns schießen. Also, diese Aufgabe ist, was das angeht, auch gut. Mit der Cutlass Black zu meistern. Und vielleicht andere Raketen dafür mal mitnehmen. Aber die sind ja momentan sowieso nur zum Testen drin. Ja. Ja, ja. Da war ich noch ein bisschen dekoppelt. Aber egal. So. Ja. Da sind wir dann wieder in Port Olisa. Bisschen hat sie unseren Flieger erwischt. Da machen wir jetzt auch gleich mal ein Autoland und reparieren. Zack, F1 und einmal komplett. Bitte. Landing complete. Have a pleasant stay. Tja, schade. Also bei Torpedos hat er ihn in letzter Zeit immer aufmunitioniert, wenn ich irgendwo gelandet bin. Also das war dann natürlich ein anderes Schiff, aber warum auch immer er es hier nicht mag, die Raketen wieder aufzufüllen, ich weiß es nicht. Aber nun ja, es wird sich hoffentlich noch mit der Zeit ändern. Ja, wir sind auf, wie gesagt, auf Port Olisa wieder angekommen. Und die Mission liegt erfolgreich hinter uns. Wir haben ja das Geld für sie bekommen, meine ich. Mindestens. History. Jo. Haben es also geschafft. Quasi in letzter Sekunde. Da war nicht wirklich mehr wirklich viel Zeit. Ja. Hier haben wir so die üblichen Verdächtigen an Missionen. Ja. Pack da einmal aus. Dann wünsche ich euch alles Gute. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass wir uns recht bald wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal und sage Tschüss zu euch.